Herzlich willkommen bei 737 Adventure. Hier wie im Notsinkflug-Video versprochen ein paar Informationen noch zu den Anzeigen am Overhead-Panel zur Druckkabine. Und das kann man am besten erklären, wenn man dafür sorgt, dass diese Zeiger sich ein bisschen bewegen. Und das werden wir jetzt tun. Am vorderen Overhead-Panel findet ihr die Anzeigen für die Druckkabine. Was genau die Anzeigen, das erkläre ich euch gleich, wenn ich dafür sorge, dass die Zeiger sich auch bewegen. Vorab noch eine kurze Information zu dem Altitude Horn Cutout Knopf da neben der oberen Anzeige. Damit kann man das Horn, das Warning Horn ausschalten. Blöderweise ist das Cabin Altitude Warning Horn genau der gleiche Ton, genau die gleiche Tonabfolge wie die Takeoff Configuration Warning. Das hat schon zu einem schweren Unfall geführt. Ihr erinnert euch bestimmt an die 737, die abgestürzt ist von der Helios Airways, wo die Piloten halt ohnmächtig geworden sind im Flug, weil sie die Altitude Warning falsch interpretiert haben. Die dachten, die haben es mit einer falschen Takeoff Configuration Warning zu tun. Ja, gut, also wenn man diesen Knopf drückt, dann geht dieses Horn aus. Das macht Sinn, sobald klar ist, oh, das ist eine Rapid Depressurization oder eine Cabin Altitude Warnung, dann drückt man den Knopf, um Ruhe zu haben. Der löst aus bei 10.000 Fuß Kabinenhöhe. So, wenn wir jetzt den Pressurization Mode Selector auf Manual fahren, dann steuern wir das Outflow Valve hinten am Flugzeug manuell mit dem Closed Open Schalter oben über diesem Drehschalter. Wenn wir den Schalter auf Close bewegen, dann schließt sich das Outflow Valve und auf Open, dann öffnet es sich. Die Stellung vom Outflow Valve könnt ihr erkennen an der kleinen Anzeige, wo Valve daneben steht. Valve im Englischen heißt Ventil. Wir werden dieses Ventil gleich mal einstellen und fahren und dann schauen wir uns an, was das für Auswirkungen hat auf die Druckkabine und die Anzeigen. Wir fahren das Valve Richtung Open, das heißt wir öffnen das Loch, wir lassen Luft raus aus dem Ballon. Eine Druckkabine ist ja wie ein Luftballon, ihr seht, das untere Instrument, das so funktioniert wie ein Variometer, das schlägt nach oben aus, die Kabine steigt. Der kleine Zeiger oben, seht ihr, der steigt auch, weil die Kabine steigt und der Differenzdruck nimmt ab, der Zeiger fällt, der große auf dem oberen Instrument, der Differenzdruck wird weniger. Ich fahre das nochmal weiter auf, um das zu verdeutlichen. Die Kabine steigt jetzt noch schneller, Luft entweicht, der Ballon wird nicht mehr so fest aufgepustet, das heißt die Kabinenhöhe steigt, der Druck nähert sich immer weiter dem Außendruck, daher sinkt auch der Differenzdruck. Der Außendruck ist ja konstant in der Flughöhe und wenn wir den Druck in der Kabine verringern, dann sinkt der Differenzdruck. Wenn wir das Ventil wieder zufahren, wieder schließen, dann sinkt die Kabine. Das Variometer schlägt nach unten aus. Das bedeutet, im oberen Instrument die Cabin Altitude, der kleine Zeiger, der sinkt, weil die Kabinenhöhe sinkt. Und der Differenzdruck steigt, weil wir den Luftballon jetzt fester aufpusten. Wir machen das Loch hinten, das Outflow Valve machen wir immer dichter. Und dadurch wird der Ballon fester aufgepustet, der Differenzdruck steigt und die Kabinenhöhe sinkt. Da sollte der Auto- und der Alternate Mode mal versagen, dann muss man tatsächlich so mit kleinen Bewegungen von dem Outflow Valve die Kabine manuell steuern. Ist ja wieder alles eingefangen, aber zurück auf Auto gestellt. Und jetzt gucken wir nochmal, wie sich Switch Actions am Pressurization Panel hier auswirken. Wir beginnen damit mal eine Bleed auszustellen. Vom Engine Number One machen wir die Bleed aus. Ihr seht, es ändert sich nichts. Die Kabine bleibt konstant. Das Flugzeug hat aus einem Triebwerk genug Luft, um die Kabine konstant zu halten. Ihr seht auch, der Duct Pressure ist gleich auf beiden Seiten, weil das Isolation Valve automatisch geöffnet hat, damit beide Seiten Luft vom Zweiertriebwerk bekommen. Jetzt machen wir das Einser wieder an, das Isolation Valve fährt wieder zu, der Druck links und rechts gleicht sich wieder an und die Kabinenhöhe bleibt natürlich konstant, kein Problem. Das sieht natürlich anders aus, wenn wir beide Bleeds ausmachen. Jetzt haben wir keine Zapfluft mehr aus den Triebwerken, um die Klimaanlage zu versorgen, der Duct Pressure sinkt. Das Outflow Valve, seht ihr, ist geschlossen im Automode, weil der Flieger natürlich die Kabinenhöhe halten möchte, schafft aber nicht, weil er keine Luft hat zum Aufpusten vom Ballon. Die Kabinenhöhe steigt und der Differenzdruck sinkt.
Wenn man das so lassen würde, würde die Kabinenhöhe irgendwann die tatsächliche Flughöhe erreichen und der Differenzdruck wäre dann auf 0, weil Außendruck gleich Innendruck. So haben die Bleeds wieder eingeschaltet, der Ductpressure steigt und im Automode wird jetzt wieder die richtige Höhe eingefangen von der Kabine mit dem korrekten Differenzdruck. Wenn wir beide Packs ausschalten, dann haben wir zwar Druck aus den Bleed Air Ducts, aber das geht nicht durch die Klimaanlage durch. Es kommt keine Luft im Flugzeug an. Dadurch steigt jetzt auch wieder die Kabinenhöhe und der Differenzdruck sinkt. Der Luftballon kann nicht weiter aufgeblasen werden, weil die Klimaanlage nicht keine Luft liefert. Ne? Die Bleed Air ist zwar da, aber sie gelangt nicht in die Kabine, weil die Air Conditioning Packs ausgeschaltet sind. So, machen wir wieder an. Und dann stabilisiert sich auch wieder die Kabinenhöhe. So, jetzt schauen wir uns nochmal an, wie ein rapider Druckverlust nur auf diesem Panel da oben aussieht, völlig losgelöst von fliegerischen Dingen, die man erledigen muss. Wir sind in Flugfläche 410, alles ist wunderbar. Und gleich fliegt eine Tür raus. Schwupps, die Kabine steigt. Ihr seht, die Cabin Altitude gleicht sich an die tatsächliche Flughöhe und der Differenzdruck sinkt immer weiter. Ja, der Cabin Climb Indicator ist auf 4000, das ist natürlich jetzt weit über 10.000 Fuß die Minute. Zusätzlich haben wir ein Auto Fail Light und am Panel eine Cabin Altitude Red Indication, ein Warning Light. Und zeitgleich, sobald der Druck in der Kabine 10.000 Fuß erreicht hat, das ist natürlich bei einem rapiden Druckverlust sofort der Fall, geht das Altitude Warning Horn an, was sich so anhört wie die Takeoff Configuration Warning. Und sobald die Kabinenhöhe 14.000 Fuß erreicht und übersteigt, dann geht auch der Passenger Oxygen automatisch an. Könnt ihr hier sehen, am Aft Overhead Panel Passenger Oxygen On. Wenn das nicht automatisch passiert, muss man den Guard heben und den Passenger Oxygen Switch von Normal auf On stellen. Und das Ganze möglichst zügig, weil wir haben in Flugfläche 410 nur etwa 15 bis 20 Sekunden Zeit, bevor wir ohne zusätzliche Gabe von Sauerstoff das Bewusstsein verlieren und handlungsunfähig werden. Also die Quick Donning Mask im Cockpit muss man sehr schnell aufsetzen und auch dafür Sorge tragen, dass die Passagiere Sauerstoff bekommen. So, das war's. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.